Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich habe mich gerade umgedreht und der war nicht da und jetzt ist er auf einmal da. Was zum Teufel? In der letzten Folge haben wir mit dem großen Beichtvater hier geredet, von den Kindern des Atoms, und wir sollen einige sehr moralisch bedenkliche Missionen für ihn machen. Und ja, man sieht hier, Missionen, Dingen ist hier, das hat mich nach draußen geführt, das war nicht in diesem blöden Schiffchen hier drin, das war hier draußen. Und ja, hier ist der verdammte Schlüssel. Geil, ne? Hi. Richtig Krise. Das ist hier wieder direkt am Eingang von dem blöden Teil. Nostalgische Gefühle? Ich krieg so viel Vorkriegsgeld. Dann habe ich hier dort gefunden. Hier ist ein großer roter Knopf, ich möchte den gerne drücken. Na, da ist noch ein Zettel. Reparatur im Vorgang. Reparaturvorgang läuft, Schwester Mai. Hilf, Schwester Mai. System funktioniert nicht. Oh Mann. Helfen wir schon den Verrückten hier. Mach mich von innen aus hier. Was? Mach mich von innen aus wieder ganz. Auf der Toilette. Okay. Die ganzen Knochen, ey. Warum sind hier so viele Knochen? Damit mich das viel hier. Das viel hier überleben, was auch immer sie hier machen. Du ein Hallo. bisschen leiser Ja, bitte beten. lass mich all. Oh, entschuldige. Tut mir leid. Bin ich im Weg? Was? Atom im Himmel. Ich warte auf dein Wort. Devin. Für Atom werde ich nicht wanken. Sind irgendwie Pflicht, dass man so Chef eine ist der Hammer, beschissene oder? Frisur hat, wenn Eine man Maschine, die Atoms Leuchten den ihr verbannt. beitritt oder was? Die Kira Frisur Verzweifelt von JoJo's Bizarre Adventure. niemand bezweifelt Seine sein. letzte Form, sag ich mal. Niemand seinen Sieht Zauber. auch so ein bisschen aus. Du hast dich dem Leuchten hingegeben. Das steht dir. Ja. Da war ich so verstrahlt bin oder was? Wäre mal auch vollkommen, das sieht man jetzt nicht. Ja, warum sieht man jetzt nicht? Ja, ich leuchte wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn ich so verstrahlt hier durch die Gegend laufe, in Diamond City oder so, dann werde ich bestimmt auch. Warte. Hallo. Nicht Ah, hinlegen. Dann werde ich der bestimmt auch neue Kommentare bekommen. Zugang in unserer kleinen Familie. Willkommen, Kind. Wenn du Hilfe brauchst, Ich glaube, bist du ich hier brauche gleich genau Hilfe. richtig. Das klingt aber nicht gut. Alles in Ordnung? Alte Wunden. Erinnerungen an ein schlimmes Leben. Was für ein schlimmes Leben. Ich war Ärztin in Far Harbor. Ich verfiel einem frommen Mann. Dann hat er uns verlassen. Jene, die gegen unsere Verbindung waren, haben uns aus der Stadt gejagt. Ich muss auch Atom verärgert haben. Er strafte mich hiermit. Ich hätte gerne ein paar Vorräte. Gewiss. Also als Arzt bestimmt Strahlung entfernen. Ist ja irgendwie sehr, naja, spricht irgendwie gegen eure Philosophie. Ich will das ja haben. Ich muss unbedingt haben. Hallo. Dokument habe ich auch noch. So. Boah. So, habe ich mein Dings dabei, mein Gaussgewehr, merke ich gerade. Tatsächlich, weil ich habe im Ladebildschirm gelesen, dass man das Teil aufladen kann. Ja, also nächsten kam, ich rüste das Teil schon mal aus. Wie ich es nicht vergesse, werde ich das mal ausprobieren. Ob man das Teil echt irgendwie aufladen kann. Also ja, das würde mich irgendwie wundern, warum Entschuldigung. Hab der mich Teil schon so gefreut, schwach wann ist. ich unser neuestes Mitglied kennenlerne. Ich Und bin dann Schwester denkt die Mai Stadt in und Fallout du 3 hast war. angeblich das Interesse der Mutter des Nebels geweckt. Hast du auch die Realitätsprüfung des Hohen Beichtvaters absolviert?
Noch nicht. Nö, hab ich wohl verpasst. Ist wohl besser so. Hör zu, das solltest du dir jetzt merken. Vertrauen ist in dieser Familie wichtig. Wir müssen wissen, wie wir Probleme vermeiden. Stell dich gut mit dem hohen Beichtvater, dann passiert dir nichts. Also, kann ich dir was von meinen Waren zeigen? Und geile Klamotten. Ich weiß nicht, ob das Leuchten dich stört, aber ich habe auch was zur Reinigung. Du hast von Reinigung gesprochen. Was ist das? Oh, ja. Also den meisten hier schadet das Leuchten nicht. Aber Atom verleiht nicht jedem diesen Segen. Deshalb haben wir hier auch immer etwas Strahlungsmedizin. Ja, irgendwann allzu Ghule oder Supermutanten wahrscheinlich. Für den hohen Beichtvater ist das eine Art... So läuft das doch, oder? Um sich zu reinigen und das Leuchten neu anzunehmen. Also, wolltest du... Ja, die tun einen großen Gott-Ghul anwegen, jetzt verstehe ich. Ja, ich schau's. So, wie du hast jetzt auch so Sachen, die 10.000 kosten. Oh nein, Rick und Marie, ein rechter Arm. Wow. Was sind das? 13.000. Oh nein. Vor allem, ich sehe schon, wohin das irgendwie führt. Ich muss mich für eine Fraktion von denen entscheiden. Für die und für diese Sins wahrscheinlich. Das heißt, ich sollte am besten so schnell wie möglich von der hier was kaufen, weil ich werde bestimmt nicht den hier... Aber ich habe irgendwie voll viel Geld. Warum habe ich 28.000? Habe ich echt so viel? Wo habe ich das Geld her? Hatte ich schon immer so viel Geld? Was? Ich habe offscreen nichts gemacht, also... Rick und Marie, warte mal. 24. Ach, verdammt, warte. Ich verlange nur ungern Geld von Gläubigen, aber meine... Zeig mal, was du so hast. Wahrscheinlich. Vor allem, ich muss mir auch noch einen Brustpanzer kaufen, ne? Aber ich kaufe einfach mal schnell hier, bevor ich mich mit denen irgendwie Release mache. So, 24 wird. So, also ich will das sowieso haben. So, 24. Rechter Arm. Was habe ich denn? Rechten Arm. Das ist sogar stärker. Ich krieg die Krise. Und du mein Lauftempo. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, finde ich. Ich durch die Gegend rennen. So, warte mal. Irgendwas, was meine Charisma erhöht. Nee. Ich habe noch meine Schmalzlocken-Perücke und also was hier. Dann sollte ich irgendwann mal alles wieder nehmen und ausrüsten, damit ich hier einfacher einkaufen kann. Da habe ich so Dings, Mentats. Meine Dings hier. Traubeninterat war das, glaube ich, ne? Ja. Ich versuche einfach nicht Streit mit denen anzufangen, wenn ich ja kaufen kann. Das gleiche ist ja beim Institut passiert. Angeblich. Von denen ich bis heute noch nicht weiß, wie ich mich mit dem verfeindet habe. Ein Kollege von mir hat anscheinend auch mal gesagt, ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich euch anschließe oder so, und der wurde nicht angegriffen. So wie ich das mitbekommen habe. Also, ja. Keine Ahnung wieso. Ja doch, ich habe doch was ausgegeben gemacht. Ich habe, aber das habe ich nicht gespeichert. Ich habe, was steht hier noch mehr? Nichts. Ich habe mal versucht, im Institut reinzugehen. Mich da reinzuschleichen und so und zu gucken, ob ich jemanden töte. Ich habe mal alle getötet, die mich angegriffen haben. Vater will mich irgendwie nicht angreifen oder nicht mit mir sprechen. Einige andere NPCs darin auch nicht. Aber ja, ich kann da drin nichts machen. Nachdem ich einige von denen getötet habe, ich eine Mission bekommen, wo es heißt, ich soll aus dem Institut fliehen. Aber wenn ich mir auch denke, was? Weil irgendwie so eine Mission im Sinne von, du bist jetzt mit dem Institut verfeindet. Ja, irgendwie, ich verstehe das einfach nicht. Wurmt mich echt. Arbeitsnotiz. Ja. Edgar, der Großfanatiker, sagt, es sei ein Unfall war. Du bist alleine losgegangen und er konnte nicht rechtzeitig bei dir sein. Konnte dich nicht zurückholen. Er lügt. Ich weiß, dass du nie sowas Leichtsinniges tun willst. Niemand wird es zugeben. Aber es war Tectus. Er hat sich ermordet, weil er Angst vor Martin hat. Was?
Denn Tektos weiß, dass Martin als einziger würdig war, diese Familie zu führen. Martin, ich brauche dich, Edgar. Du musst mir sagen, was ich jetzt tun soll. Was ist mit dem Sinn kommt? Keine Idee, weil... Wenn der Sinn kommt, ist keine gute Idee. Ich weiß. Ja, kannst du nicht ein... Nochmal, du bist allein los. Wenn ich bei dir sein könnte, ich nicht zurück, weil ich weiß, dass du sowas... er hat dich ermordet, weil er Angst vor mir hat. Wieso tust du halt den Schreiben überhaupt? Ich werde die erstmal fragen, weil das verwirrt mich irgendwie. Habe ich ja irgendwie falsch interpretiert oder was? Da steht im Zettel drin, dass er dich ermordet hat. Ich schreibe zu der Person, dass sie ermordet wurde. Was? Hast mich mit deinen dummen Fragen auflaufen lassen. Beste Aubert, ich habe die Notiz von dir gefunden. Über den hohen Beichtvater. Sowas kann dich in große Schwierigkeiten bringen. Meine Notiz? Meine Notiz? Hör zu, ich war verrückt. Der hohe Beichtvater ist ein guter Mann. Ich würde nie... Bitte gib sie mir, dann vernichte ich sie. Wir könnten so tun, als wäre das nie passiert. Bitte. Also was ich auch tue, du bist hier nicht sicher. Du musst verschwinden. Sofort. Scheiße, du hast recht. Scheiße, gib mir einfach etwas Zeit, bevor du was sagst, okay? Bitte. Okay. Ja, ich versuche die irgendwie hier von draußen aus, von drinnen aus zu manipulieren. Auf den richtigen Pfad zu bringen. Ich bin euer neuer Gott. Prieset mich. Preiset mich. Viele wollen atomsgetreuen Böse. So, lass mich da verdammt nochmal sitzen. Ich bin dein neuer Gott. Verschwinde gefälligst. Verschwinde. So, was jetzt? Gepriesen sei Atom, mein Kind. Brauchst du etwas? Ja, was soll ich jetzt dem sagen? Das ist die Frage. Ich muss mit dir über Schwester Aubert sprechen. Ja, sag mir, was hast du gemacht? Das muss ich lügen, irgendwie. Was wird mit dir geschehen? Das hängt wohl alles davon ab, was du herausgefunden hast, mein Kind. Du sagst. Aber nur ein Trottel behandelt eine gefährliche Wunde nicht. Aha. Ich habe sie überprüft. Aber es scheint, als wäre Schwester Aubert loyal. Du musst dir keine Sorgen machen. Wirklich? Ja, wirklich. Ich bin überrascht. Du hast dennoch eine große Last von meiner Jetzt habe ich jemanden geholfen und habe keine Konsequenzen bekommen. Und dir sogar irgendwas abgestaubt. Ausgezeichnet. Was zum? Kaputt jetzt Inquisitors. Die Intelligenz ist ja steigt bei höheren Radwerten. Was bedeutet das, wenn ich maximal verstrahlt bin? Einen Moment mal. Was habe ich jetzt für eine Intelligenz? 12, okay. Nicht so viel. Gucken wir mal. Ah, Intelligenz 16. Oh mein Gott, dann kriege ich ja wie blöde Erfahrungspunkte, ne? Mein Gott, die sieht aus wie ein Zug irgendwie. Wie so ein Auspuff da oben. Boah. Ihr seid doch echt Ballerei im Kopf. Oh Gott. So, was haben wir noch hier? Was? Atom verloren. Hilf Schwester Mai, hilf Fanatiker. Where? So, ja. Ist irgendjemand noch hier drin? Ne? Nö, okay. Was geht? Was geht? Ich bin Zug. Tschuk, tschuk. Tschuk, 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 tschuk. Boah. Ich find den Verein hier so geil. Okay, alle sind hier ausgezeichnet. Das könnte ich machen in Verbindung, aber ich kann mich nicht auf Kommando verstrahlen. Das ist das Problem. Warte mal, haben wir in einer Baustation, wenn ich irgendwas hier herstelle. Blödes Inselbegabung wird sich jetzt nie mehr aktivieren. Oder sehr, 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 sehr selten.
Gibt's also was für Charisma? Das hätte ich nämlich gerne, so ein Helm für Charisma. Und dann könnte ich voll billig einkaufen. Was ist denn hier noch? Kann man da rein? Kann man so echt hin? Ja, ich will mal gucken. Ich will in die gelbe zweideutige Pfütze reingehen. Ich habe irgendwie in dieser Aufnahme zwischen einfach nur irgendein Spaß gehabt, hat jetzt irgendwie gezischt, als ich das gesagt habe. Ah, schön. Ja, irgendwie mache ich nichts Sinnvolles hier. In den ganzen letzten Parts habe ich so für einfach nur irgendwie meinen Spaß. Irgendwie voran, ohne irgendwie voranzukommen. Was soll's? Na gut, weiter. Ich tue jetzt schon irgendwie voll schnell rennen, oder? Weißt du, weil ich nichts Schweres anhab, oder was? So. Bitte erstmal hier dieser. Obwohl, nee, das war. Was mit dir? Entschuldigung. Ja? Ich meine, gepriesen sei Art. Moment. Du bist der neue Konvertit. Hast du zufällig Bruder Devin gesehen? Ja, genau. Kränklicher Typ, betet allein. Klar, ich habe Devin gesehen. Warum fragst du? Bruder Devin fastet schon eine ganze Weile. Kein Essen, nur verstrahltes Wasser. So wartet er auf ein Zeichen von Atom. Die meisten würden sagen, dass es bewundernswert ist, sich Atom so anzuvertrauen. Was meinst du? Ich halte dich für verrückt und potenziell gefährlich. Klingt für mich ziemlich verrückt. Bei Atom. Noch jemand. Also ich und Devin, wir wurden nicht mit Atoms Segen wie all die anderen geboren. Strahlung schadet uns. Jetzt glaubt Devin, dass Atom ihm eine Offenbarung oder sowas schickt, wenn er fastet und Medizin... Macht irgendwie keinen Sinn, dass du dann so eine Organisation beitrittst. Versucht mit ihm zu reden, aber auf mich hört er nicht mehr. Und alle anderen denken, dass ein Fasten eine super Idee ist. Wir kennen uns nicht, aber wenn du ihn dazu bringst, aufzuhören, schulde ich dir was. Hab Strahlungsmedizin, die könntest du haben. Und ein Rezept. Echt okay, praktisch cool. Für Leute wie uns. Was meinst Leute du? Leute wie uns. Redest du mal mit ihm? Hey, guck mich an, ich bin nicht so wie du. Ich rede mit ihm. Oh, ich rede mit dem verstrahlten Verrückten. Aber, mach bitte schnell, ja. Sehr gut. Er sieht langsam übel aus. Nämlich irgendwie an diesen einen Typen vom Radio. Bitte, ich weiß, dass du mich hören kannst. Hallo, bitte, du. Erlöse mich. Was geht? Heiliger Atom von diesem Ort. Oh, bist du es? Oh, Heiliger. Oh, ja, ich bin es. Tut mir leid, nein, Bruder. Mach weiter. Ich dachte, du wärst das amüsiert mich. Ach, vergiss es. Was gibt's? Du scheinst jemanden zu erwarten. Das tue ich. Atom ist mir erschienen und ich muss seinem Befehl gehorchen. Atom kam zu dir? Was hast du gesehen? Meine Erlösung. Jet war viele Jahre Sieb lang mein Mund. Leben. Eines Tages war ich im Wald und nahm mein Gift, als eine Kreatur aus dem Himmel zu mir hinabstieg. Ja. Ein grüner Hirsch, umgeben vom heiligen Leuchten. Er befahl mir, das klingt für mich sehr normal im Ödland. Meine Sünden hinter mir lassen und mich Atom hingeben. Für meine Hingabe würde Atom noch einen Boten schicken, der mich für immer befreien wird. Und deshalb muss ich hier warten, Bruder. Ich bin dieser Bote. Ich bin Atoms Boot. Nun, ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin Atoms Bote und ich bin gekommen, um dich von deinen Fesseln zu befreien. So. Und, das bleibt unter uns, okay? Das ist nicht lustig. Ach, Mann. Wenn du sonst nichts mehr willst. Das wäre lustig gewesen. Schätze, ich rede einfach später mit dir, Bruder. Gepriesen sei Atom. Ah, der steht noch nicht auf, oder? Wir geben noch nicht auf, ne? Ich will das Rezept haben, was auch immer es ist.
Wir geben noch nicht auf, ne? Warte mal, wo bin ich wieder? Maha. Da du zurück bist, gehe ich davon aus, dass der Ketzer... Boah, hörst du mal auf damit? Oh Gott. Verzeihung. Nein, nicht du. Wo ist der Typ? Oh. Da unten. Nur ein falscher Schritt. Ich habe mit Bruder Devin gesprochen. Er gibt das Fasten nicht auf. Er sagt, er wartet auf einen Boten Atoms. Verdammt. Naja, danke für... Moment. Ein Bote? Er wartet auf einen Boten? Dann geben wir ihm doch einen. Ja. Du hast die Mutter des Nebels gesehen, stimmt's? Wie sah sie aus? Es heißt, sie hätte kein Gesicht. Würde ich weiß, wir... Und leuchten. Wir fragen dann, ob er ein Kleid trägt, okay. Sie war mehr als das. Ein lebender Schatten aus dem Rauch austrat. Ja, aber das weiß Devin nicht. Was, wenn wir dich so aussehen lassen, wie sich alle einen Boten Atoms vorstellen? Kein Gesicht, Lumpen, Leuchten. Dann kannst du also zu ihm leuchten tue ich schon. Das aussehen. Was meinst du? Okay, ich bin dabei. Also, die Sonne ist offen. Die Lumpen sind kein Problem. Ich hab noch welche. Hab sie auch gewaschen? Irgendwann mal. Und ich hab eine alte Sackkapuze, die du benutzen kannst. Damit gehst du als gesichtslos durch. Der schmerzhafte Teil wird die Strahlung sein. Ja, ich bin schon voll verstrahlt. Du hast eine Menge davon abbekommen müssen. Solltest vielleicht nochmal die Quelle besuchen. Wenn du alles zusammen hast, sprich mit Devin. In seinem Zustand? Naja, hoffen wir einfach, dass er es schluckt. Der Typ gefällt mir. Oh ja, sieh die Lumpen, genau. Hab ich schon. Komm schon, so gehe ich doch viel besser als ein Bote. Okay. Dann ziehen wir die an. Oh. Das sieht aber nicht aus wie eine Frau. Wow. Du siehst perfekt aus. Atomsbote. Ich denke, du solltest jetzt mit Devin sprechen. Alles klar. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir den Boten von Atom spielen. Okay, sehr gut. Dann bedanke ich mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis hoffentlich zur nächsten Folge.